Es wird mal wieder Zeit für ein paar Runden Eschen und Co. an der Tunguska. Schön entspannt hier mit dem kleinen Belaya-Setup, also mit dem aufgewerteten Belaya-Setup. Zack, an die Tung. Also raus hier mit den Ködern, einfach hier mit den Topwater-Ködern bei relativ kühlen Temperaturen und nicht so ganz gutem Wetter. Mal gucken, was hier so geht auf Topwater. Vielleicht läuft's hier. Gerade war schon der erste kleine Hecht dran, den habe ich direkt wieder reingeschmissen. Was sollen wir mit dem kleinen Hecht halten? Wollen wir gar nicht haben. Wir wollen hier Forellen und Eschen und gerne auch Lennock. Lennock, immer wieder sexy, immer wieder gut. Und ich teste jetzt hier einfach mal random, ganz blind, ob hier was geht. Vielleicht läuft ja was. Vielleicht kann man sich hier gut wieder hinstellen. Klassischer Spot, klassischer Köder. Könnte doch eigentlich gehen, oder? Schön an der Tunguska hier mit dem Belaya-Setup. Warum denn nicht? Übrigens das aufgewertete Belaya-Setup, ne? Wie gerade schon gesagt. Also das Belaya-Setup Plus. Gibt auch schon ein Short-Video dazu. Einfach mal reingucken in die Shorts. Belaya-Setup aufwerten. Welche Route bzw. welche Rolle dafür denn dann in Frage kommt. Wenn man hier irgendwann mit Level 30 plus an der Tunguska ist, da lohnt es sich. Vorher lohnt es sich nicht, weil man eben vorher an der Belaya mit kleineren Routen bzw. mit der kleineren Rolle reingeht und mit kleineren Vorfächern reingeht. Rabams! Denn die Fische an der Belaya sind halt nicht so groß wie hier an der Tunguska und eben auch noch so ein bisschen scheuer vielleicht. Also da muss man eben gucken, dass man dann an der Belaya eher mit so kleinen Vorfächern reingeht. 6, 7 Kilo zum Beispiel passt immer ganz gut. Und dementsprechend gut passt eben auch die Original Dragon 30, die Originalrolle vom Belaya Setup zu der Route. Und wenn man dann hier irgendwann ist, an der Tunguska mit 30 plus und schon seine ersten Kohlen gemacht hat, das erste Silber gemacht hat, dann kann man auch irgendwann hier nochmal investieren in eine bessere Rolle. Und dann geht man hier so mit 9 Kilo Vorfach rein. Das passt in der Regel ganz gut. Immer so ein bisschen unter 10 war eigentlich immer ganz gut, speziell auch für Lennock und Co. Dann lübt das. Ja, und ich teste jetzt hier gerade einfach mal. Das ist jetzt natürlich der erste Köder, den ich hier gerade ausprobiere. Einfach mal heute komplett blind reinschmeißen und gucken, was geht. Zack, die erste Barfo ist auch schon da. Nehmen wir gerne mit. Sehr gut. Und sofort wieder raus damit und gucken, was hier noch so geht. Einfach schön auf den braunen Popper. Oberflächenköder. Wir gucken uns das Teil gleich natürlich auch nochmal im Detail an, was das denn so kann, wie das ganze Setup aufgebaut ist, wie der Köder aussieht, welche Haken drauf sind und so weiter und so weiter. Und warum das Ganze denn hier so gut funktioniert, wie es funktioniert. Zack, kleiner Lennock noch hinterher. So, jetzt gucken wir gerade mal eben rein. Das sieht ja für den Anfang schon gar nicht so schlecht aus. Ich muss mich auch ein bisschen beeilen, denn ich will die Morgenstunden natürlich mitnehmen. Das sieht doch ein bisschen übertrieben aus. Aber es ist okay. Sechserhaken auf diesen kleinen Popper, Auric Popper 4006. Sechserhaken drauf mit Puschel. Das passt richtig gut. So Moke wieder. Das Ganze hier auf dem 9 Kilo Fluorocarbon und eben das Ganze hier mit dem 9,5er, mit der Hauptschnur in 9,5. Das schmeckt richtig gut. Was auch richtig gut schmeckt, sind die Uhren und Accessoires der Firma Holzkern. Absoluter Burner. Natürliche Materialien, viel Holz, aber auch sowas wie Marmor wird verwendet. Und das bei Uhren, aber eben auch bei Schmuck. Sowas wie zum Beispiel Armbänder. Absolut schick, sehr, sehr elegant gemacht, zeitlos einfach. Weil man eben natürliche Materialien mit dran hat, das sieht halt immer irgendwie cool, lässig, natürlich aus, kommt einfach gut an. Und das nicht nur für die Kerle, sondern eben auch für die Damen. Also, das ist doch mal ein schickes Geschenk für ein selbst und ein hervorragendes Geschenk, um es
weiter zu verschenken. Also für die Damen, ob es Ohrringe sind, Halsketten oder. Und das Ganze mit 15% Rabatt auf sämtliche Produkte, die es gerade hier gibt. Link zu Holzkern unterm Video. Und da ist auch der Code Feierabend und damit bekommt ihr 15% auf das Sortiment der Firma Holzkern. Kann sich doch sehen lassen. So, und jetzt schnell wieder raus hier mit dem natürlich braunen Köder und dann gucken wir mal, ob da noch was geht. Und danach geht's auch in die Spinner, denn wenn man hier noch keine Topwater verwenden kann, dann gehen hier bestimmt auch noch Spinner und die teste ich jetzt auch mal, denn im Moment soll auch an der Belaya der braun-schwarze Spinner funktionieren und ich nehme mal den hier, Spiker 16 und dann testen wir das mal, ob der auch hier geht. Es kommt immer mal wieder vor, dass die gleichzeitig funktionieren an beiden Gewässern. So, wie immer, ich drehe die Geschwindigkeit immer gern so ein bisschen runter. Und zwar so weit runter, bis hier in der Mitte, unten, dieser kleine, da wiggelt es gerade, dass das so richtig schön ins Flackern kommt. Das heißt, der Spinner ist richtig in Action, der dreht richtig schön durch. Und wenn das ein paar Mal so nach 2, 3 Würfen zu keinem Ergebnis geführt hat, next. Nächster Köder, nächste Farbe, nächste Form testen. Testen. Spinning ist erst dann richtig effektiv, wenn du eine große Auswahl an unterschiedlichen Spinnern, an unterschiedlichen Kunstködern zur Verfügung hast, um alles abzudecken oder alle Möglichkeiten abzudecken für die Vorlieben der Fische. Das heißt, die Fische haben immer wieder unterschiedliche Vorlieben. Da geht einer rein. Und da ist natürlich wichtig, dass wir die Vorlieben rauskriegen. Und wie kriegen wir das raus? Naja, wenn wir eben viele verschiedene Köder haben zum Ausprobieren. Was auch immer wieder ganz gut funktioniert, ist etwas, was so ins Kupferfarbene geht. Und das teste ich auch gleich direkt nochmal. Also hier nochmal locker durchziehen, locker durchleiern. Und dann gleich nochmal gucken, weil das ist mir hier gerade alles noch ein bisschen zu gering. Ich brauche hier ein bisschen mehr Action. Ich hätte hier gerne die dicken Brocken. Oder ich renne gleich einfach nochmal mehr unten in Richtung der Mündung oder noch weiter hoch. Also hier der gesamte Bereich. Wir gucken mal eben auf der Map. Hier neben der Base sind wir. Hier vorne spawnt man. Und das heißt, man hat einen ganz kurzen Gehweg. Das heißt, wenn du nachts schon weißt, alles klar, ich will gleich schön auf Spinning gehen. 2, 3 Uhr am besten schon mal hier hinreisen, die ersten Würfe machen, damit man weiß, wie weit fliegt der Köder. Und dann kann man hier ab 4, 5 Uhr morgens testen. Ab der Insel bis hier unten hin, die gesamte Area, immer sensationell. Und dann eben, wie gesagt, ausprobieren. Ich renne mal ein bisschen weiter runter. Ziehen wir da vorne nochmal durch. Locker durchleiern. Genau so, schön ins Flackern gehen und dann rumprobieren. Und wenn da, wie gesagt, nichts geht auf einen Köder, den man immer wieder getestet hat, dann nächste Farbe. Die Farben sind auch immer wieder abhängig vom Wetter. Wenn wir jetzt hier gerade komplett bewölkt haben, relativ kühl haben, kann es durchaus sein, dass die Farben, die bei mir gerade funktionieren, bei dir bei maximalem Sonnenschein gar nicht funktionieren. Also, da muss man eben tatsächlich auch probieren. Einfaches, schlichtes Nachmachen, weil ich habe gerade in den Rekorden gesehen, der soll laufen und du testest es und es funktioniert nicht, liegt dann natürlich am Wetter. Wenn die Fische andere Vorlieben haben, bei dem Wetter kann das natürlich auch nicht funktionieren. Jetzt gucken wir mal eben auf, guck, da sind sie doch schon. Genau, einmal der Spiker hier in 14 nochmal. Der ist so ein bisschen rosa Schlüpferfarben. Den testen wir auch nochmal eben. Denn der funktioniert auch immer wieder ganz gut. Also mal gucken, ob der auch diesmal geht. Speziell für die Eschen funktioniert er immer wieder ganz gut. Und danach teste ich nochmal so richtig Kupferfarben. Nochmal so ein bisschen dunkler. Der hat auch immer wieder richtig gut geliefert. Ja, guck, der hat jetzt gerade hier nichts gebracht. Dann mache ich auch nur einen Wurf, einen Test. Jetzt gehen wir nochmal hier unten hin, direkt an die Mündung. So, da vorne ist dann schon bald der Hauptstrom. Auch nochmal durchziehen. Hier können auch immer wieder ganz gerne die Eschen stehen, aber eben auch die Lennox. Na, vom Tempo her passt es gerade nicht so richtig gut. Gehe nochmal langsamer rein. Nochmal wieder auf Tempo.
immer schön gegen die Strömung jetzt hier ziehen. Das heißt, da muss man ganz viel spielen, eben auch mit den Geschwindigkeiten, weil sich das auch ständig ändert. So, okay, der ist raus. Zweimal geworfen, hat nichts gebracht. Hashtag 3. Ne, das sind die in 12 Gramm. Hashtag 1, die wollen wir. 12 Gramm ist Yama und die kleinen hier sind für die Belaya und für die Tunguska. Und deswegen nehmen wir jetzt hier den Hornet nochmal in so Kupferfarben auch nochmal raus damit. Locker durchziehen. Vielleicht auch nochmal ein bisschen langsamer. Na, das ist schon sehr langsam. Aber das muss halt alles gemacht werden. Also das sind die Tests, die sind wichtig. Wenn man das nicht macht, dann kann man eben auch nicht ja, die Vorlieben der Fische rauskriegen. Ganz simpel. Testen, testen, testen. Und wenn man dann merkt, okay, auf den und den Köder reagieren die, dann einfach weitermachen. Vielleicht ist das auch immer noch nicht ganz ideal. Jetzt gehen wir mal deutlich schwerer und größer rein. Riesenvorteil vom Belaya Setup ist, wir können hier auch sowas Großes verwenden. Und zwar die Weikos in 8 Gramm. Überhaupt kein Problem. Dank des Wurfgewichts der Rute können wir eben auch hier die dickeren Brocken durchziehen. Und auch da mal gucken. Gerade dieser gestreifte reagiert auch immer mal wieder ganz gut für den Lennox. Und das wäre natürlich sensationell, wenn hier noch ein paar Lennox reingehen. Denn die haben richtig Bock und die bringen auch gut Silber. Also Lennox wäre nicht schlecht. Eschen sind auch immer nice. Und Barfuß, naja, Barfuß halt immer da. Barfo klappt eigentlich hier an der Tunguska auch immer ganz gut. So, nochmal durchziehen. Ja, und wenn auf den natürlich dann auch nichts geht, dann heißt es wieder nächster Test. Nächster Köder wäre zum Beispiel der Walker. Auch die nochmal nehmen. Walker hier jetzt gerade mit 14 Gramm. Gucken wir mal eben rein. 2-0er Haken, ziemlich groß hier sogar. Aber auch das funktioniert eben hier auf dem Belaya Setup. Der nächste große Köder. Jetzt in dem Fall wieder ein Oberflächenköder. Auch das Teil immer wieder wichtig für Lennox. Auf jeden Fall testen, wenn man Bock hat. Auf Lennox ein Must-Have. Ob das jetzt hier ist an der Mündung oder sogar oben in der Kurve in dem Bereich hier, geht das natürlich auch immer wieder ganz gut. Also auch da immer wieder durchtesten. So, jetzt haben wir 1 Uhr. Allgemein mittags eher so ein bisschen Flaute. In den Morgen- und Abendstunden ist dann doch eher so die Primetime. Aber wenn wir die Mittagsstunden über ein bisschen was fangen, ist das natürlich auch mal wieder gut für den Stundencacher. Wir sind, wenn wir hier 40 Minuten sind, dann reicht das auch eigentlich in Gänze. 40 Minuten eben auf Forellen den ganzen Tag über, beziehungsweise auf die Eschen und Co. Und dann die Nacht über macht man ein bisschen Pause oder geht mit Grund hier rein oder versucht es dann eben speziell auf die Bachforelle, denn die ist ja auch in der Nacht noch aktiv. Ja, so und so ähnlich. Zack, die nächste, die arktische Esche. Jetzt gerade hier auf dem roten, gelb-roten Popper. Also so und so ähnlich geht es dann eben weiter. Und wie gesagt, einfach hier ähnlich angeln wie an der Belaya. Einfach viele Köder testen an den verschiedenen Stellen. Erste Stelle natürlich hier in dem Bereich. Nächste Stelle dann hier oben in der Area. Auch dazu gibt es schon verschiedene Videos auf dem Kanal und auch zuletzt noch hier oben in der Kurve. Ich sag mal, bis in diesen Bereich hier. 1, 2, 3. Dann kann man sagen, hier unten, das ist hier groß, 4 oder 4, 5. Also das sind so die wichtigsten Stellen, hoppala, für das Angeln an der Tunguska, wenn man quasi frisch Level 30 ist und dann mit dem Belaya Setup hier reingeht und dann sein Glück probiert. Das sind so die wichtigsten Stellen auch dann für Lennox, für Buckellachs und eben auch für die beiden Eschen und die Barfo. Das, ja, das sind die wichtigsten Fische hier und die kann man an für sich auch immer regelmäßig ganz gut hier rausziehen. Wie gesagt, es braucht immer so ein bisschen Zeit, also man muss schon immer so ein bisschen Zeit mit einplanen, dass man einmal ungefähr die Köder getestet hat und weiß, was funktioniert gerade. Und sobald man das einmal dann raus hat, dann kann man eben Gas geben und gezielt mit dem Köder weiter durchziehen und dann natürlich auch den Kescher voll machen. Ich sag mal so zwischen 300 bis 600 Silber ist durchaus noch realistisch hier, kriegt man hin, wenn man einmal den passenden Köder hat.
Jo, so viel dazu. Ich teste jetzt nochmal weiter oben in der Kurve. Vielleicht geht ja noch ein bisschen mehr auf Lennock. Petri Lümmels zieht raus die Brocken. Wenn es dir geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Hoppala, oder im, jawohl, oder im Livestream. Montags, Mittwochs und Freitags immer ab 19 Uhr. Bis dahin, Petri.